Hallo und guten Morgen. Ja, ab morgen habe ich meine Kinder wieder und dann wird es wahrscheinlich eine Woche lang etwas ruhiger werden. Aber ich wünsche dir jetzt erstmal auf jeden Fall einen bewussten Jahresabschluss und Freude mit dir selbst, mit dem, was du bist und ja, und mit deinem Nächsten natürlich, wenn du jemanden um dich herum hast oder an jemanden denkst. Und ich möchte dir zum Jahresabschluss noch eine kleine Anekdote schenken zum Thema Gottvertrauen. Wir wussten gestern den ganzen Tag nicht, wie es weitergeht. Sarah und Marc haben einen Camper, aber da kann ich nicht mit drin schlafen. Das heißt, für mich brauchen wir immer noch eine Übernachtungsmöglichkeit. Und unsere Idee, zum Schiff zu fahren, war ja ad acta gelegt. Und wir haben auf dem Grundstück mitgeholfen, bis wir wirklich körperlich nicht mehr konnten. Und dann saßen wir da und wussten nicht, wer wo schlafen soll und was zu tun ist. Und dann habe ich die Freude gefragt und die Freude hat gesagt, fahrt in die Sauna. Dann haben wir geguckt, wo in der Nähe eine Sauna ist und hatten erstmal größte Freude daran, dass wir gesehen haben, es gibt direkt 4 Kilometer weiter ein kleines Tiny House mit einer privaten Sauna. Wir dachten, geil, das ist ja genau das, was wir jetzt brauchen können. Dann sind wir da hingefahren und dann haben ganz tolle Leute kennengelernt. Aber ich hatte die falschen Daten eingegeben und dieses Tiny House war schon belegt. Und früher hätte ich mich maßlos aufgeregt, wie ich die falschen Daten eingeben konnte und so weiter. In dem Fall habe ich einfach nur gewusst, das war jetzt wichtig, dass wir den Eckhart kennenlernen. Und der war so offen, der hat uns sogar zu Silvester eingeladen. Das ist einfach unglaublich. Und dann sind wir in die nächste Sauna gefahren, die eben öffentlich war, obwohl wir gar nicht wussten, wo ich schlafe. Es war dann schon dunkel, es war abends. Wir hatten ungefähr so 5:45, als wir dort ankamen, 5:30, ich weiß es nicht. Und ja, und Marc und Sarah, ich weiß nicht, einer von denen hat mal gesagt, ja, aber wo schläfst du jetzt? Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht, aber lass uns in die Sauna fahren. Die Freude sagt, fahrt in die Sauna. Und die Freude sieht ja auch, also Freude ist für mich Gott, die Freude sieht ja, dass ich noch eine Unterkunft brauche. So, und dann war es so, ich bin schon mal in die Sauna vorgefahren und Marc und Sarah sind mit dem Camper auf einen Campingplatz, der direkt in der Nähe der Sauna war, gefahren. Und da war es entsprechend auch dunkel, keiner mehr da. Und dann haben sie jemanden angerufen. Und Marc war so geistesgegenwärtig und hat nachgefragt, ob es vielleicht noch eine Unterkunft gäbe für jemanden. Und dann kam raus, dass die Leute, die den Campingplatz betreiben, noch ein Monteurzimmer zur Verfügung haben für 30 Euro. Ja, und dann hat Marc das telefonisch alles abgeklärt und wir konnten in die Sauna gehen. Und die sagten auch, wir sollen so lange in die Sauna gehen, wie wir wollen. Wir könnten zu jeder Uhrzeit zurückkommen. Und dann wurde uns hier abends ganz herzlich geöffnet und wir, ja, und das ist lustig, mein Ego so, oh nein, hier stinkt es nach Rauch, oh nein, irgendwie ist das hier komisch. Es ist gar nicht so, wie ich das kenne, also von der geistigen Haltung. Habe ich mir das so eingeredet, ne? Dass es auf jeden Fall wieder einen Unterschied gibt zwischen den Menschen, die mir gerade ihr Zuhause anbieten, und meinen Brüdern. Total lustig. Aber innerhalb von Sekunden, also ich merke das, wenn ich so in die Trennung gehe und dann merke ich das, und indem ich es merke, ist es schon verwandelt. Das geht ganz schnell. Und ich war einfach nur dankbar. Ich war so dankbar, dass ich jetzt hier schlafen darf. Und in dem Zimmer selbst riecht es nicht so schlimm nach Rauch. Das ist okay. Und selbst wenn es nach Rauch riecht, ja, dann riecht es nach Rauch. Ja, meine Persönlichkeit will mir dann erzählen, ich hasse Rauch, ich kann so nicht schlafen und nachher stinkt alles und so. Aber das ist ja nicht die Wahrheit. Das ist ja wirklich nur das Ego. Es ist nicht fantastisch, wie die Freude dafür gesorgt hat, dass ich jetzt ein Bett habe, in dem ich schlafen kann und dann irgendwie 3 Minuten von der Sauna entfernt. Also der Hammer. Und das zeigt wieder, dass diese Konzepte sterben müssen, damit ich leben kann. Früher hätte ich ein Konzept davon gehabt, wie jetzt die Schlafmöglichkeit für mich auszusehen hat. Ich hätte Ideen gehabt und dann hätte ich das hier gar nicht gefunden, nicht angenommen, nicht wertgeschätzt. Ich wäre nicht in die Freude gekommen.
Vielleicht hätte ich Gott noch einen Vorwurf gemacht, warum er mir keine schönere Unterkunft gegeben hat. Ja, wir können uns selber immer wieder in die Unfreude stürzen. Das ist so unglaublich. Und wir wissen noch nicht einmal, wie der Tag heute weitergeht, wo wir Silvester feiern. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist ja so, wie ich leben will. Ich möchte keine Ahnung mehr haben. Ich möchte es mir zeigen lassen. Und es ist mir auch egal, mit wem ich feiere, wo ich feiere. Ich könnte auch alleine den ganzen Tag jetzt in diesem Zimmer verbringen. Und das wäre für mich dann die perfekte Feier. Ich weiß selbst nicht, was passiert ist, dass ich da gelandet bin in diesem Dauer, in der Dauerfreude. Das ist passiert, glaube ich, indem ich viel gestorben bin im letzten Jahr und in dem Jahr davor. Und immer wieder die Konzepte absterben lassen und immer wieder ins Jetzt gekommen bin. Und das bedeutet nicht, dass ich auch Momente habe, wo ich genervt bin, aber ich nehme es sofort wahr und dann ziehe ich mich zurück, dann gehe ich raus aus Situationen, bis ich wieder in der Wahrheit bin. Mir ist auch vollkommen klar, dass du das nicht immer tun kannst, ja? Deine Lebensumstände werden noch nicht so sein. Aber ich habe mich gestern mit Gott darüber unterhalten und er sagte, früher oder später wird aber jeder dahin kommen, dass er nur noch in der Freude ist. Das ist einfach ein Weg. Und dein Leben, so wie es sich jetzt zeigt, ist das Ergebnis deiner Gedanken. Das ist nicht von außen dir übergestülpt worden, auch wenn es sich so anfühlt, sondern das ist deine Manifestation. Und irgendwann wirst du manifestieren, dass du nur noch in der Freude bist. Das ist eine Frage der Zeit. Es ist ja auch eine Frage der Zeit, bis wir wieder zurück im Himmel sind. Denn da sind wir ja eigentlich schon. Und vielleicht ist es das, was mich gerade so glücklich macht, zu spüren, dass ich da eigentlich schon bin. Also, ich wünsche euch eine richtig, richtig gute Zeit. Egal, wo du bist, egal, wie die Umstände sind. Ja, ich fühle mich dir verbunden und ich bin dankbar. Dankbar, dankbar, dankbar. Ich danke hiermit unserem Ursprung, unserer Quelle für dieses fantastische Jahr und ich segne jeden, der den Segen haben möchte, mit der Freude Gottes. Einen guten Rutsch und tschüss!